Montag, der 12. Juli, haben wir das sind die Walliser Nachrichten auf die Oberwallis und diese Themen haben für alle Zwecke. Klare Hitzevorschriften für die Oberwalliser Arbeitgeber, Verlegung vom Hanfbauer Bernhard Rappa und zu wenig Personal auf der Walliser Alpen. Schön, habt ihr eingeschaltet. Für die Arbeitnehmer auf dem Arbeitsplatz uns vorne gibt es klare Vorschriften und Regelungen. Zum Beispiel ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Arbeiter genügend Wasser zur Verfügung zu stellen. Aber uns alte Arbeiter haben es gewohnt und die gute Sonnencreme brauchen. Als Gewerkschaftsleiter gehen wir unterwegs, kontrollieren den Arbeitsplatz, kontrollieren die Arbeitssicherheit. Wird gegen die Hitze etwas gemacht? Sind zum Beispiel genügend Getränke da? Sind Plätze da, wo die Arbeitnehmer in den Schatten gehen, sich abkühlen und so weiter. Was wir natürlich nicht haben, wird nicht die gesetzliche Richtlinie geben. Die gesetzliche Richtlinie gibt Zuwa oder Zecco für uns. Sollte sie Situationen, Arbeitsplätze, wo kein Arbeitssicher da ist, dann wird uns melden, dann muss der Arbeitsinspektorat auf den Platz holen, damit sie das kontrollieren, damit das eventuelle Vergehen wird gestraft. Also es sind ganz klare Richtlinien da zum Schutz der Arbeitnehmer. Es kann nicht sein, dass die Arbeitnehmer nachher aufs Mal in der Hitze so leiden, dass sie nicht mehr arbeiten können. Im Oberwallis sind die Arbeitnehmer und Arbeitgeber gut über die Vorschriften informiert. Die Regelungen tut man gut einhalten. Die Gewerkschaft Sina gibt euch direkt an einen Arbeitsort Auskunft und Tipps, was man für die Schaffung der Hitze machen kann. Eure Bahnunternehmen sind mit der aktuellen Hitze gefordert. Mit der BLS sind rund die Hälfte von der rund 29'000 Sitzplätze klimatisiert. Das Bahnunternehmen ist mit der Klimalage zufrieden. Trotzdem kommt es immer mal wieder zu technischen Problemen. Das Unternehmen setzt aber alles daran, die Probleme so rasch als möglich zu flicken. Die Temperatur in diesen Wagen ist rund bei 25 Grad. Mit den Wagen, die nicht klimatisiert sind, kann man vielfach noch die Fenster aufmachen. Im Verlauf des nächsten Jahres will man alle Wagen mit Klimaanlagen nachrüsten. Der Bernhard Rappa ist seit mehr als 100 Tagen im Hungerstreik. Darum hat man am Montagmorgen ins Inselspital tun. Es sei die Pflicht des Staates, um den Tod von Kappa vorzubeugen. Getroffen hat den Entscheid die Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatten in Absprache mit den Verantwortlichen vom Departement und medizinischen und juristischen Fachpersonen. Die Verantwortlichen der meisten Walliser Alpen haben Mühe, gut ausgebildetes Personal für den Sommerdienst zu finden. Zwar melden sich immer noch genügend Leute, allerdings seien die zu wenig ausgebildet und total unerfahren, sagt Oswald Seematter, Altpräsident der Moosalp. Die Leute halten den harten Arbeitsbedingungen nicht stand, darum gab es vielfach spontane Kündigungen. Auch die Teambildung sei schwierig, immer wieder gab es Konflikte, wo die Arbeitsbewältigungen darunter leiden. Nach wie vor gibt es wenige Heimische, die auf der Alp arbeiten. Am Angebot vom Ferienpass vom Bezirk Visp nehmen in diesem Jahr weniger Kinder teil als letztes Jahr. Die Verantwortlichen führen das auf Zink- und Schülerzahlen zurück. Das Ziel des Ferienpass ist, den Kindern während der Ferien etwas zu bieten und die Eltern zu entlasten. Mit dem WM-Finalspiel zwischen Holland und Spanien ist nicht nur die WM selber, sondern auch die WM-Gartenparty auf dem Sepp Blatter-Areal zu Visp zu Ende gegangen. Rund 300 Leute haben beim Finalspiel mitgefiebert und mitgelitten, die meisten auf der holländischen Seite. Die Besucher haben während der WM-Spieltag das Motto «Zusammen gewinnen» und gelebt. So hat es bei den verschiedenen Matchen einen guten Austausch zwischen den Fußballfans und ein Aufeinandertreffen von den verschiedensten Kulturen gegeben. Zum Sport. Im letzten Vorbereitungsspiel von der Saison gewinnt der FC Sito gegen Benfica Lissabon mit 2:2. Die Walliser sind im heimischen Turbio dank einem Goal von Mbenza in der 4. Minute schon früh in Führung gegangen. Den entscheidenden Goal hat der Priovic in der 83. Minute geschossen. Die Hitze ist an diesem Tag fest im Griff, wie es für den Dienstag und den Rest der Woche aussieht, das sehen wir jetzt im Walliswetter. Das Wallis, das ist am Montag in die Schweiz gekommen. Es war den ganzen Tag sonnig und vor allem heiß mit bis zu 33 Grad gewesen. So sehen wir es hier auf der Wetterkamera von Thermo mit Blick ins Rhonetal. Am Dienstag ist es trotz ein paar Wolkenfelder recht sonnig und heiß. Die Temperaturen die bleiben hoch. Im Talgrund gibt es 30 Grad, im Gums 25 Grad, im Lütschental und das Leckerbad erwarten wir 24 Grad und in den südlichen Regionen vom Simplongebiet über Zoos bis ins Mattertal messen wir am Dienstag 22 bis 24 Grad. Der Mittwoch ist ja der heiße Tag der Woche, die Temperaturen klettern auf 34 Grad. Ab dem Donnerstag nimmt die Bewölkung zu und die Temperaturen kühlen noch leicht im Brie. Am Abend kann es lokal jeweils ein Hitzegewitter geben.
Das war die Walliser Nachrichten auf die Oberwallis. Merci für's Zuschauen. Ade miteinander.